Investor. Sun. Ja klar, woher soll ich wissen, wie die mit Nachnamen heißt? Wie kann ich die Auswahl wieder zurück eigentlich? Schwester Sandrine. Muss doch irgendwie gehen. Ich schaue jetzt nochmal Schwester Sandrine. Nee. Ja, ich würde gern wieder hier zurückstellen. Wie geht denn das hier? Also Schwester Sandrine und dann irgendwie irgendwas eingeben. Sie ist halt... Ja, wenn da nicht Silas reinkommt. Der Bauer. 100 Pro. Das muss der Bauer sein. Der Priester, ja genau. Was haben wir hier? Geht nix, geht nix. Schauen wir mal hier. Bisschen fasch. Na, das auf alle Fälle. Also das geht locker. Der Soldat. So, die Vorhänge sind zu, die kann ich auch nicht öffnen. Hier, das muss ich ja noch. Da war Remy irgendwas. An der Kramsockel. Londoner Grab, Robert Langton. Robert Lang. Der Ritter wahrscheinlich. Aber hallo. Das habe ich... Okay, jetzt irgendwie Remy muss ich noch hinbekommen und Schwester Sandrine. Remy. Glaube ich auch nicht. Schon falsch. Okay, Leute, da werde ich jetzt leider nachschauen müssen, wie die alle heißen. Und dann sehen wir uns wieder in dem nächsten Rätsel. Ich werde kurz Pause machen und wir sehen uns gleich wieder. Bis gleich. Hallo Menschen, und da bin ich wieder. Endlich. So. Jetzt schauen wir doch mal, ob es stimmt. Remy. Das stimmt auf alle Fälle schon mal.
Jawohl, stimmt. So, wusste ich's doch. Der Kaufmann. Es war klar, dass er der Kaufmann, ich meine... So. Es... Törsern drehen stimmt auf alle Fälle. Ich kann das einfach nicht zurückstellen. Nochmal. Schwester. So, jetzt aber. Wunderbar. Der Barde. So. Und jetzt kommen wir zum ultimativen Rätsel. Notiz auf Altar. Jeder Charakter fand seine letzte Geschichte. Einem jeden steht sein Archetyp zu Gesichte. Die Reihenfolge, in der sie alle kamen, ruft in Erinnerung alte Geschichten und Dramen. Das ist das mieseste Rätsel überhaupt. Wir haben ja jetzt gerade hier die Person gefunden, wer was ist. Und jetzt, wer kam zuallererst vor in dem Spiel? Silas. Und Silas ist der Priester. Danach kam Robert Langdon ins Spiel. Er ist der Ritter. Dann kam Besifage als Soldat. Dann kam Jacques Sonnier. Dann kam Königin, das war Sophie Neville. Dann kam Schwester Sandrine. Sie ist der Barde. Dann kam Remy, Kaufmann, und dann sämtliche Einträge in den visuellen Datenbanken freigeschaltet. Kunst wurde alles freigeschaltet. Also was wir hier sehen. Geschichte wurde alles freigeschaltet. Boah. Menschen wurde jetzt alles freigeschaltet. Uiuiui. Zara? Ach so, okay. Ja, zurück. Orte. Golgatha. Oder Golgatha. Lavaria auf Armut. Schädel. Golgatha. Oh Gott, das erinnert mich gerade an ein richtig gutes Lied von Wormsgott. Labyrinth. Ah, okay. So, dann die ganzen Stationen noch. Wo ich ja noch nicht durchge... Weltkriegsbunker, genau. Hinweise. Apostel, Atbas, Autounfall, Charakter, Archetypen. So, Ehe? Achso. Falltür, Rätsel, Fleur de Lis. Also all die ganzen Sachen haben wir jetzt freigeschaltet. Und Geheimnisse gab es ja, glaube ich, gar nichts mehr, oder?
Nein. Gut. Leute. Ihr wisst, was es bedeutet. Es wird wieder gespeichert. Na klar, das wird jetzt überschrieben. Ja. Spiel wird gespeichert. Wunderbar. Und jetzt beenden. Ja. Leute, Menschen, wir haben es endlich geschafft. Wird Da Vinci Code, Sakrileg, wird Da Vinci Code findet nun endlich ein Ende. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Ich selber will dazu kein Resümee abgeben. Das bleibt allein unter euch. Ob ihr das Spiel euch besorgen wollt, ob ihr es spielen wollt oder ob es euch Spaß gemacht hat. Ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. Und wir sehen uns im nächsten Projekt, was immer es auch sein wird. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Und bis zum nächsten Projekt, was immer es auch sein mag, verabschiedet sich Machimalka für heute. Over and out. Tschö mit Öl.